Okay, dann legen wir mal los. Hallo. Ich bin Timo Ramsauer und ich erzähle was über Blackbox Live Particle Fuzzing. Erstmal ganz kurz was über mich. Ich mache gerade meinen IT-Security Master, zum einen an der TU Darmstadt, aber auch an der NTNU in Norwegen. Genau, dann möchte ich mich bei Lars Almon von der SEMO-Gruppe aus Darmstadt bedanken und bei Vasileios von der NTNU und außerdem bei Daniel Meister, die mich bei dem Projekt ein bisschen unterstützt haben. Wenn ich nicht gerade. Ach genau, meine Masterarbeit schreibe ich gerade. Die ist im industriellen IT-Sicherheitsbereich und da geht es darum, dass ich IT-Sicherheit versuche zu messen, ein paar Metriken herauszufinden, wie wir unseren Fortschritt darstellen können. Falls ihr darüber mit mir reden wollt, dann sprecht mich gerne nach dem Talk auch nochmal an. Da soll es aber heute nicht drüber gehen. Auch nicht geht es über das, was ich sonst so mache. Ich spiele nämlich sehr gern Quidditch auch. Da will ich euch alle einladen, das auch mal einfach auf YouTube anzugucken. Oder auch in der Nähe von Hamburg ist bald die DM oder in Bamberg auch die Europameisterschaft. Einfach mal vorbeischauen, das ist immer eine coole Sache. Ich will das Ganze an einem Fallbeispiel hochziehen und zwar am Protokoll MQTT. Das ist relativ verbreitetes Protokoll für IoT-Geräte. Das wird also mit Shodan, wenn man da einfach mal im Internet sucht, dann findet man da ca. 65.000 Geräte, war jetzt so der letzte Stand. Und das ist relativ lightweight und wird oft eingesetzt. Das Ganze setzt auf TCP auf, also verbindungsorientiert. Genau, und folgt dem Publish-Subscribe-Pattern. Das sieht so aus. Wir haben einen Publisher, einen Broker und einen Subscriber. Der Publisher und der Subscriber verbindet erstmal auf dem Broker. Das passiert natürlich auch auf TCP-Ebene auch, aber dann auch nochmal auf Applikationsebene mit so einer Connect-Nachricht. Und dann kann der Subscriber auf Topics subscriben. Und was dann passiert ist, dass ein oder mehrere Publisher auf genau diesem selben Topic was publishen kann. Und wenn dann da was gepublished wird, dann wird das zum Broker gesandt und dieser Broker sendet das an alle Subscriber weiter. Das ist so das wesentliche Prinzip. Genau, als Beispiel hätte man jetzt zum Beispiel einen Temperatursensor und irgendwie eine Klimaanlage und dann noch ein Smartphone, die alle irgendwie Endgeräte sind. Zusätzlich dann oben zu sehen der MQTT Broker. Und der Temperatursensor würde jetzt zum Beispiel hier im Raum immer wieder die Temperatur messen und würde die einfach periodisch an den Broker schicken, also auf zum Beispiel das Topic Temperatur einfach publishen. Und das Smartphone und die Klimasteuerung werden dann zum Beispiel als Subscriber angemeldet, haben vorher einfach dieses Subscribe-Paket geschickt und erhalten deswegen dann vom Broker einfach dieses Paket mehr oder weniger. Die Daten kriegen sie weitergeleitet. Ein Endgerät kann auch gleichzeitig Publisher und Subscriber sein auf verschiedenen Topics. Das Smartphone könnte zum Beispiel auch noch irgendwie eine Solltemperatur zum Broker schicken und die wird dann auch an die Klimaanlage weitergeleitet. Solche Sachen sind auch möglich. Wie sieht jetzt so ein Paket von MQTT überhaupt aus? Wir haben ganz viele verschiedene Felder. Als erstes kommt immer der MQTT-Header und dann gibt es noch das eigentliche Kontrollpaket. Damit erkannt werden kann, von welchem Typ das Kontrollpaket ist, kommt als erstes der MQTT Control Packet Type. Das ist einfach 4 Bits lang. Und da steht dann zum Beispiel kodiert drin, dass das ein Connect-Paket ist. Das habt ihr, seht ihr auch oben schon, da ist ein Connect oder ein Connect Acknowledge oder ein Subscribe-Paket. Dann kommen nochmal mit 4 Bits ein paar Flags. Und dann die Remain längs die kodiert, wie lang dann das eigentliche Kontrollpaket ist. In diesem Beispiel dann zum Beispiel ein MQTT Connect-Paket. Und auch da gibt es wieder ganz verschiedene Datentypen einfach, die da auftreten. MQTT gibt es einen UTF-8 kodierten String. Da ist es immer so, dass man erstmal 2 Bytes hat, die
angeben, wie lang der String ist. Und dann kommen die wirklichen UTF-8-Bytes. Zum Beispiel wird immer der Protokollname beim MQTT Connect gesendet. Das ist immer der String MQTT. Und das ist dann als 04 MQTT kodiert, weil MQTT ist 4 lang und dann 04 beschreibt das Ganze. Genau, dann gibt es noch ein Protokoll-Level. Da ist jetzt gerade MQTT Version 5 rausgekommen. Das heißt, da könnte dann zum Beispiel 5 drinstehen. Dann kommen noch verschiedene Flags, sind dann wieder ein oder zwei Bit lang. Dann kommt ein Keep Alive, das ist eine Zahl, die in 2 Bytes kodiert ist. Und verschiedene Properties, die einfach auch andere unterschiedliche Kodierungen immer wieder haben können, die unterschiedlichen Felder. Genau, und jetzt haben wir unsere Klimaanlage zu Hause und wir wollen die irgendwie testen. Da kann man natürlich ganz viel testen, man kann das User Interface irgendwie testen, ob einem das gefällt, aber halt auch auf Security Tests machen. Da kann man natürlich rangehen und ganz, ganz viele Testfälle schreiben, das ist auch wichtig und das sollte auch gemacht werden. Aber was man halt auch machen kann, ist einfach Fuzzing und das ist eine Random Testing Methode. Und damit kann man erste Hinweise auf Sicherheitslücken zum Beispiel oft finden und kann die dann weiter analysieren und dann letztendlich Schwachpunkte finden. Genau, wie funktioniert das? Als erstes werden einfach zufällige Pakete generiert. Diese Pakete senden wir dann an ein Testziel und dann versuchen wir irgendwie, das zum Absturz zu bringen, irgendwie eine Sicherheitslücke aufzudecken. So, zufällige Pakete generieren. Erste Idee wäre jetzt einfach, wenn man ganz stupide rangeht, entwickeln wir das mal, könnte man erstmal sagen, okay, wir senden jetzt einfach zufällige Bits ans Netzwerkinterface. Das ist natürlich relativ offensichtlich schon, funktioniert das erstmal nicht, weil das wird gar nicht angenommen. Das hängt schon. Also das geht überhaupt, da wird überhaupt keine TCP-Verbindung aufgebaut, das funktioniert nicht. Das heißt, wir sollten die unteren Schichten einfach valide halten. Es macht natürlich auch irgendwo Sinn, zum Beispiel den TCP-Stack zu testen, das kann man machen, ist hier jetzt aber out of scope. Wir wollen letztendlich die Applikationsschicht testen und alles darunter sollten wir dadurch auch valide halten. Hier gibt es aber auch ein Problem. Und zwar kommt es jetzt bei der Anwendung an, aber ganz einfache Checks wie Protokollname und Version schlagen fehl. Wenn wir jetzt nochmal erinnern, so sah dieses MQTT Connect-Paket aus. Und wir haben da als erstes wirklich diesen Namen und das Level. Das MQTT Connect-Paket ist ja auch mal das erste, was gesendet wird. Und jetzt stellen wir uns so einen Broker vor, wie die Software da aufgebaut ist. Dann kommt als erstes im Prinzip 1 bis 2 Ifs, die dann testen, okay, ist der Protokollname tatsächlich 04 MQTT und ist die Version 5, sonst nehme ich das Paket gar nicht an. Das heißt, diese 7 Bytes müssen exakt übereinstimmen, damit wir über die ersten 2 Ifs überhaupt hinauskommen. Das ist also eine Chance, wenn wir einfach random Sachen hinschicken von 1 zu 2 mal 7 hoch 8, 2 hoch 7 mal 8, genau. Und wenn man das jetzt mal bei DuckDuckGo eintippt, dann kommt halt 0 raus. Das ist auch ziemlich nah dran. In Wirklichkeit ist es eher 1,4 mal 10 hoch minus 17. Das heißt, wenn ich jetzt Lotto spielen würde, würde gewinnen, super. Nächste Woche gehe ich wieder Lotto spielen, mache genau das Gleiche, ich gewinne wieder, obwohl ich nur ein Ticket gekauft habe und habe dann noch Geburtstag, dann ist das ungefähr die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir da tatsächlich so viele Pakete generieren wollen, dann müssen wir da irgendwie Exabytes generieren, damit wir mal durch diese 1, 2 Ifs durchkommen. Das heißt, diese 1, 2 Ifs werden dann sehr, sehr gut getestet, aber der Rest halt nicht. Und das ist irgendwie blöd. Das heißt, es macht irgendwie Sinn, tatsächlich die Struktur des Protokolls auseinanderzunehmen ein bisschen und dann immer nur einzelne Felder zum Beispiel zu fassen. Das ist eine Möglichkeit, die man da wählen könnte. Genau, das ist jetzt aber schon, klingt schon nach ein bisschen mehr Arbeit und gleichzeitig haben wir auch das Problem,
dass wir immer noch keine Applikationslogik drin haben. Weil wir müssen ja als erstes immer dieses Connect-Paket senden und gibt es noch ein bisschen weitere Logik und die müssen wir zusätzlich dann auch noch implementieren. Das wäre der nächste Schritt. Das ist dann schon richtig viel Arbeit und dann, ja, es wird komplizierter. Es gibt dann noch so ein paar andere Ideen, die sehr smart sind, wo man dann die Debugger an die Software oder die Hardware dran setzt. Und das sind echt coole Sachen, weil man da systematisch immer wieder die Code Coverage erhöhen kann. Man schickt einfach zufällige Werte erstmal rein aus einem gewissen Pool. Oder man hat erstmal 1, 2, 100 valide Pakete, die man da reinschickt. Und die wandelt man einfach zufällig ein bisschen ab. Und dadurch, dass man zufällig immer wieder Änderungen macht, erreicht man andere Codezweige und kann dadurch dann genau systematisch mal die Code Coverage erhöhen. Wenn man einen anderen Codezweig erreicht hat, dann fügt man das wieder zum originalen Pool hinzu und kann auch das Abgeänderte wieder abändern und irgendwann kann man dadurch eine riesige Code Coverage erhöhen. Und das ist eine echt klasse Sache, aber da ist natürlich die Voraussetzung, dass man irgendwie einen Debugger überhaupt anschließen kann. Und wenn man irgendwelche IoT-Geräte hat, dann ist das nicht trivial, da muss man die dann schon zum Teil aufschrauben, löten, kaputt machen. Ist blöd, wenn man zu Hause einfach testen will. Oder genau. Und deswegen habe ich mich davon auch getrennt und habe halt einen anderen Ansatz. Und das ist genau dieses Blackbox Live Protocol Fuzzing, was ohne Aufschrauben funktioniert. Ich behandle das IoT-Gerät einfach als Blackbox. Und was ich mache, ist, dass diese Klimaanlage, also der Temperatursensor sendet sein Paket los, wie zum Beispiel jetzt. Das geht dann in der Mitte durch den Fasser, den ich da eingefügt habe, hindurch. Und da wird das Paket einfach verändert, zum Broker geschickt und auf dem Rückweg kann dann wieder das Gleiche passieren. Das heißt, der Broker schickt zurück, ich ändere wieder im Netzwerk einfach die Daten ab und sie kommen dann letztendlich am Ziel an. Genau. Großer Vorteil. Irgendwer anders hat die Arbeit gemacht. Das ist immer klasse. Irgendwer anders hat die Applikationslogik geschrieben, weil die letztendlich im gesamten IoT-System irgendwie drin ist. Und wir können auch das Gesamtsystem testen und nicht nur einzelne Komponenten im System. Und meine Hoffnung ist, dass sich dadurch auch Schwachstellen eher noch aufzeigen. Nachteile, wir haben immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir die Pakete irgendwie auseinandernehmen müssen, zum Beispiel um einzelne Felder zu fassen. Und unsere Komponenten generieren unter Umständen viel zu wenig Daten. Wenn wir einen Temperatursensor haben, der will irgendwie Energie sparen, der sendet dann einmal in einer Minute vielleicht seine Temperatur raus. Und das Grundprinzip von Fassen ist, dass wir super viele Tests machen. Das ist der große Vorteil. Wir müssen nicht jeden Test einzeln schreiben, sondern wir können einfach eine unglaubliche Menge an Tests generieren, weil das ist ja nur Zufall letztendlich, und die dann an das Testobjekt schicken. Und wenn wir uns jetzt auf das System verlassen und nur einmal in einer Minute einen Testfall haben, dann müssten wir ewig fassen und das funktioniert einfach nicht. Damit haben wir den Vorteil vom Fassen leider nicht mehr. Das heißt, dafür brauchen wir auch noch irgendwie eine Lösung, damit das Ganze funktioniert. Genau. Bis zur Implementierung, wie mache ich das, dass ich die auseinandernehme? Ich habe mich da einfach jetzt auf SCAPI oder SCAPI, nennt es auch einige, verlassen. Wer es nicht kennt, ich beschreibe es ganz gerne so ein bisschen als Wireshark für Python, wobei es eigentlich noch viel mehr kann. Aber es versteht von Haus aus schon sehr viele Protokolle. Das ist eine nette Sache und man kann auch relativ einfach neue Protokolle hinzufügen. Ich habe es tatsächlich für MQTT Version 5, das ist ja die ganz neue, versucht. Es dauert dann doch länger, wenn die Standards länger werden und das Protokoll komplexer ist. Deswegen bin ich da leider noch nicht fertig zugekommen. Aber zum Beispiel, es ist so ein Grundsatz an MQTT, ist zum Beispiel drin. Für Version 4 funktioniert es. Genau. Und zusätzlich kann man aber nicht nur dissecten
also die einzelnen Felder von Paketen auseinandernehmen, sondern man kann auch neue Pakete zusammenstellen und dann auch Checksums und Längenfelder wieder neu berechnen, weil wir wollen immer, dass ein Paket halbwegs valide ist, aber nicht ganz valide zum Fassen. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Sachen da reinpacken und dadurch dann die Längen nicht mehr stimmen oder die Checksums nicht mehr passen, und das ist jedes Mal der Fall, dann schlägt das immer an dem Checksum-Test zum Beispiel fehl. Und das wollen wir nicht. Das heißt, diese Felder müssen wir neu berechnen, damit wir ein halbwegs valides Paket haben. Und das ist immer ein relativ schmaler Grad, den man befassen nehmen wollen. Aber in der Regel wollen wir die neu berechnen. Genau. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, dass ich erstmal Beispiel-Traffic habe, MQTT-Traffic zum Beispiel, den ich einfach aufnehmen kann. Und daraus generiere ich Templates, die man jetzt hier vorne sieht. Und da ist im Prinzip für jede Schicht, die existiert, ein Eintrag drin. Das erste ist hier jetzt oben zum Beispiel die Schicht MQTT Publish. Eine Protokollschicht ist das. Für MQTT ist es dann der Header und das wirkliche Pakettyp. Man könnte dann jetzt auch die Applikation dahinter, also da gehen ja irgendwelche Daten drüber und das könnte auch noch eine eigene Ebene wieder haben. Man kann alles im Prinzip, wenn man will, über MQTT schleusen. Und auch das könnte man dann wieder als Layer einfügen. Da habe ich jede Schicht im Prinzip zweimal drin. Einmal, wenn es zum Broker gesendet wird und einmal, wenn es vom Broker kommt und zurückgeht. Und genau, da hat man dann für jede Schicht hat man da jedes Feld drin und kann dann da einstellen, welche verschiedenen Fuzzing-Techniken man darauf anwenden will. Ich habe da im Moment zwei Module drin implementiert. Das eine ist von Scapy selber. Das hat auch eine Fuzzing-Methode. Was die macht, ist, dass die einfach einen komplett zufälligen Wert da reinsetzt. Das ist gerade für Bitfelder, wo es nur 0 oder 1 gibt, oder auch für Bytefelder meist relativ sinnvoll, da einfach was Zufälliges zu setzen. Für Strings können wir da aber noch etwas smarter werden und Fuzzer wie Radamsa nutzen. Das ist ein General-Purpose-Fuzzer, den ich da einfach im Hintergrund verwende. Und das ist eine ziemlich coole Sache, insbesondere weil es einfach super einfach ist. Wir haben Radamsa und packen da einfach einen String rein, unsere Datenbasis. Und er wirft einfach ganz viele zufällige andere Strings raus, wo irgendwelche Pattern verändert wurden. Das heißt, zum Beispiel wird die Zahl da negativ gemacht oder ganz, ganz lang oder der String vorne, das Easter Hack wird angepasst. Da gibt es intern ganz viele Sachen, die ausprobiert werden, wo wir dann Glück haben können, dass es für unser Protokoll irgendwie ein Problem gibt. Das heißt, auch das kann man einführen. Man kann Radamsa generell auch mit einem Pool füttern, also nicht nur mit einem String, sondern mit einem großen Pool, dass man zum Beispiel die vergangenen Werte, die man bisher so gesehen hat, die im Traffic drin waren, dass man die da einfach reinschleust. Genau, und generell ist das so gehalten, dass man noch verschiedene, unterschiedliche Fuzzing-Techniken da jetzt reinbauen könnte. Im Moment habe ich nur diese implementiert. Aber das könnte man noch erweitern, wenn da Bedarf besteht. Jetzt wollen wir die Pakete ans Ziel senden. Da müssen wir einfach ein Man-in-the-Middle machen. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Wir können BetterCap nehmen. Das ist ein Tool, was Man-in-the-Middle mit ganz vielen verschiedenen Techniken auf Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth und USB machen kann. Ich habe es selber mit Bluetooth und USB nicht getestet. Scarpi unterstützt es theoretisch auch. Also, und irgendwie müsste es mein Fuzzer eigentlich auch können. Wenn das wer Lust hat, auszuprobieren, berichtet mir gerne. Das wäre auf jeden Fall interessant, nochmal der Anwendungsfall. Müsste man ein bisschen anpassen. Ganz genau. Also sonst guckt einfach ins TCP-Proxy-Modul mit TCP-Tunnels. Ist aber jetzt nicht wirklich der Fokus, weil letztendlich kann man auch eigentlich den Fuzzer einfach bei den End-Devices als Broker einstellen. Beim Fuzzer stellt man den Broker ein, die IP einfach, und dann hat man Man-in-the-Middle.
Muss man dann so ein bisschen auch vom Anwendungsfall abhängig machen, was man dann Gerät vor sich hat, wie man dann praktisch Management hinkriegt, das müsst ihr dann gucken. Wenn tatsächlich TLS eingesetzt wird, was oft auch nicht wird, weil die einfach von Ressourcen beschränkt sind und weil es ja Aufwand ist, dann kann man, da muss man die TLS-Zertifikate austauschen. Das ist auch im Fuzzer so drin, dass wenn da eine TLS-Verbindung reinkommt, dass es auch gemacht werden kann. Das muss man dann einfach so konfigurieren. Da muss man dann natürlich die Zertifikate entsprechend einfach in den Enddevices auch ersetzen. Und ja, das wird dann im Prinzip von Fuzzer wird einfach die TLS-Schicht wird einmal runtergestrippt und dann wieder draufgesetzt zum Broker hin. Genau, das heißt, was jetzt passiert, ist, dass der Temperatursensor als Beispiel jetzt mal erstmal eine eine TCP-Verbindung einfach zum Fuzzer aufbaut. Gleichzeitig baut der Fuzzer dann eine äquivalente TCP-Session zum Broker auf und verbindet die im Prinzip und schleust im Prinzip die Pakete erstmal einfach durch. Was wir jetzt aber zusätzlich noch machen können, ist, das Feature habe ich jetzt einfach Multiplexer mal genannt, dass wir für jedes Paket, was vom Temperatursensor reinkommt, dass wir einfach zwei Pakete daraus machen, die unterschiedlich fassen und die dann zum Broker weiterleiten. Der Broker antwortet dann jeweils wieder auf die Pakete und das Ganze wird dann weitergeleitet an die Klimaanlage. Auf bestimmte Pakete wird auch geantwortet. Es gibt zum Beispiel auf das Connect, gibt es dann das Connect Acknowledge. Das heißt, in dem Fall würde der Broker dann natürlich auch auf beide TCP-Sessions zum Fuzzer hin antworten. Was ich dann mache, ist, dass ich einfach nur für die erste TCP-Session die Pakete auch wieder tatsächlich weiterleite an den Temperatursensor und das, was über die zweite Session kommt, einfach wegwerfe. Sodass das Enddevice dann tatsächlich eine Connect Acknowledge bekommt und damit weiß, okay, die Verbindung ist erfolgreich aufgebaut und ich kann jetzt zum Beispiel meine Publish-Pakete senden. Genau, und mit diesem Multiplexer behebe ich dann tatsächlich das Problem so ein bisschen, dass die Endgeräte viel zu wenig Daten senden. Weil ich einfach dadurch noch den Traffic multiplizieren kann. Genau, jetzt haben wir da irgendwie ganz viel Traffic und irgendwas passiert im Netzwerk und unsere Geräte machen irgendwas, aber wie sehe ich denn überhaupt, wann bin ich denn erfolgreich? Wann habe ich einen Fehler im Endgerät gefunden? Das ist ja die große Frage. Und da müssen wir einfach Wege finden, dieses zu identifizieren. Das Einfachste, was irgendwie immer geht, ist zu gucken, ob der Service noch am Leben ist. Das habe ich auch als separates Modul ausgelagert, weil das muss man dann für den einzelnen Anwendungsfall richtig anpassen. Bei MQTT gibt es den MQTT-Ping, aber zumindest ich habe das in Python alles geschrieben, für die Python-Libraries habe ich da nicht eine richtige Implementierung gefunden. Deswegen habe ich das einfach als Hack gemacht, dass ich mich einfach auf ein Test-Topic subscribed habe und dann da immer drauf publische. Das Test-Topic heißt Heartbeat und da sende ich dann einfach hin und es kommt zurück und wenn es zurückkommt, dann ist es noch am Leben und sonst halt nicht. Ist im Prinzip ein Ping, aber ist halt nicht das MQTT-Ping-Modul. Genau, was kommt dann da raus? Ich habe im Prinzip drei verschiedene Geräte. Das erste ist der Server, dann der Fuzzer und hier der Client. Und genau, ich kann als erstes einfach mal den Server starten. Das ist ein Mosquito, das ist so der verbreiteteste Server. Rechts habe ich hier einen MQTT Explorer, damit wir einfach sehen, was passiert ein bisschen. Zumindest hoffe ich, dass man das ein bisschen sehen kann. Genau, dann kann ich jetzt erstmal aus Beispiel-Graphic diese Templates generieren, die ich euch ja schon gezeigt hatte.
Ja, da kommt jetzt ganz viel Output, wird aber auch schön in der Datei gelegt. Genau, da können wir mal reingucken, wie die ausschaut. Habt ihr das auch schon gesehen? Das heißt, wir haben als erstes wieder dieses To-Worker-Field. Das heißt, das wäre die MQTT-Layer, die zum Worker hingesendet wurde. Das KPI hat da intern für den MQTT-Header einfach MQTT. Dann sehen wir alle unterschiedlichen Felder. Das wäre zum Beispiel das Feld Type, also das ist der Control Packet Type, und da haben wir dann im Beispiel Traffic diese Values gesehen, einfach Werte von 0 bis 14. Dann wird da auch noch der Typ angezeigt, den das intern hat. Das ist in diesem Fall ein Bit-Enum-Field, weil das waren ja diese 4 Bits und das ist ein Innovation intern. Und darauf könnten wir jetzt zum Beispiel hier einen Fuzzer einfach einstellen. Das machen wir aber nicht hier, sondern was wir tun ist, dass wir das im MQTT Publish machen, und zwar bei dem Topic String. Ihr habt auch schon gesehen, vorher sind da einfach zufällige, mehr oder weniger zufällige Topics einfach gesichtet worden. Und da könnten wir zum Beispiel den Radamsa eintragen. Das einmal abspeichern und dann können wir auch den Fuzzer schon starten. Genau, hier seht ihr jetzt auch schon, dass der Heartbeat aufploppt, dass der immer wieder hingesendet wird zum Server. Das wird vom Fuzzer gemacht, genau. Dann starten wir auch noch einen Client, der einfach zu dem Fuzzer Pakete hinsetzt, sendet. Genau, rechts seht ihr die jetzt auch schnell aufploppen mit ganz vielen verschiedenen Topics. Da wird das Topic, was ursprünglicher Test war, wie ihr links seht, einfach abgeändert und damit dann ganz viele unterschiedliche Sachen. Sieht man auch hier im etwas verbosen Output. Hier ist zum Beispiel ein Leerstring einfach reingepackt worden. Oder ja, hier was ganz Langes. Dann hat man hier irgendwie zufällige Bytes mittendrin. Ja, da ist mein Programm abgestürzt. Das zeigt, dass es erfolgreich ist. Wunderbar. Genau, das liegt daran, dass ursprünglich war hier Test und jetzt haben wir ein Dollarzeichen am Anfang und irgendwie zufällige Sachen dahinter. Und das hat dazu geführt, dass auch der Broker abgestürzt ist. Und dass da eine Assertion ist da fehlgeschlagen und dieser Mosquito-Broker ist eben abgestürzt. Genau. Und das Ganze liegt an der CVE 2018-12543. Das ist eine Schwachstelle im Mosquito Broker, die wir da gefunden haben und nochmal validiert haben. Das Problem ist einfach, dass wenn da irgendein String mit Dollar, dann kommt irgendwas, was nicht Sys ist, was so eine Spezialvariable in Mosquito ist, ein Spezialtopic, dann wird halt diese Assertion getriggert und dann stürzt das Ganze ab. Und das sollte natürlich nicht so sein, das ist eine Denial-of-Service-Attacke und das ist schlecht. Genau. Jetzt ist das natürlich auf MQTT gemünzt und damit können generell irgendwie alle MQTT-Systeme gefasst werden, nicht unbedingt alle Versionen, aber ja. Das Ganze habe ich aber so konstruiert, dass es auch darauf ausgelegt ist, dass man es relativ einfach für andere Protokolle anwenden kann. Da ist eine gewisse Anpassung nötig. Zum einen müssen wir, ist diese Live-Funktion, ob das funktioniert, das muss man anpassen, weil wir dann andere Services haben und dann müssen wir anders überprüfen, ob die noch leben. Und auch die
es werden ja jeweils die Felder neu berechnet, zum Beispiel Längenfelder werden neu berechnet und da muss man auch angeben, welche Felder neu berechnet werden sollen. Das sind allerdings relativ einfache Anpassungen, die man da machen kann. Genau, das Projekt ist auch auf GitHub. Das ist im Moment in der Phase, wo ich es nutzen kann, aber sonst eigentlich niemand. Man hat schon gesehen, dass das Programm ist abgestürzt, als es erfolgreich ist. Das funktioniert für mich wunderbar, weil dann ist es beendet und ich kann irgendwie im Log sehen, was passiert ist. Wenn das wer anders benutzen soll, dann muss ich das natürlich noch verbessern. Das heißt, wenn ihr das nutzen wollt, dann sagt mir am besten Bescheid und guckt nicht nur auf GitHub. Genau, schreibt mir aber einfach auch gerne eine E-Mail. Das hat noch ein paar Quirks und zum Benutzen zum einen, aber zum Developen vor allem. Ich will da gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Ich habe da noch Ideen, vielleicht habt ihr auch noch Ideen, könnt ihr gerne jetzt auch in den Raum werfen. Ja, genau, oder auch Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Sonst wäre es das schon erstmal soweit von mir. Vorne. Ah, jetzt. Hast du das mit anderen Protokollen vielleicht auch probiert oder hast du den Plan, das auch vielleicht auf andere Protokolle zu erweitern oder bleibst du bei MQTT? Ich habe es im Moment tatsächlich nur für MQTT, deswegen das Projekt heißt ja auch sogar MQTT Fuzzing. Das war für mich erstmal so der erste Anwendungsfall. Habe versucht, die Architektur so zu halten. Genau, also würde da gerne noch andere Sachen probieren, aber dafür brauche ich halt ein bisschen Zeit oder auch andere Menschen, die dafür Lust drauf haben. Wenn es um andere Protokolle geht, wo man nicht die Felder unbedingt kennt, sondern meinetwegen irgendwelche Binärprotokolle, die aber dann ja doch häufig auch mit Checksummen oder sowas kommen, im einfachen CRC oder so, wie würdest du diese Felder identifizieren? Weil du bist ja erstmal blind und modifizierst nur bitweise, musst aber dann letztlich irgendwo das CRC-Feld ja rausfinden und rekonstruieren. Also man müsste das Protokoll letztendlich in SkyPy implementieren. Man muss dann aber nicht das ganze Protokoll implementieren und sagen wir mal jedes einzelne Feld, was man ja eventuell nicht kennt, wenn irgendwas Proprietäres ist, da reinnehmen. Aber man müsste dann im Prinzip ein WAR-Feld anlegen für diesen großen Blob und dann das CRC-Feld noch dazu. Wie man letztendlich rausfindet, was davon das CRC-Feld ist, das ist dann euch überlassen. Aber da muss man halt irgendwie das Protokoll erstmal decompilen, dass man zum Beispiel herausfindet, dass da ein CRC-Feld ist. Dankeschön. Da hinten? Was ist, wenn das gefasste System nicht einfach sauber abstürzt, sondern, ich sage jetzt mal, intern irgendwie in einen Fuzzy State kommt? Gibt es da Ideen oder Ansätze, das zu detektieren? Genau, also im Moment ist die Überprüfung ja einfach, ob es noch antwortet. Ein Fuzzy State kann halt sehr viel sein. Es könnte auch irgendwelche Security-Probleme geben, dass da auf andere Sachen abgestürzt wird. Das ist dann vom letztendlichen Anwendungsfall tatsächlich abhängig. Was man dann für das einzelne Protokoll, für die einzelnen Systeme implementieren muss, da muss man dann das Modul, das heißt Keep Alive bei mir, ich weiß gar nicht genau, vielleicht. Das muss man einfach anpassen. Man kann da auch, wenn man zum Beispiel SSH-Zugriff auf den Broker hat, kann man dann auch nochmal die Broker-Logs damit reinziehen, wenn da irgendwelche Fehlermeldungen auftreten, dass man das macht. Aber das ist dann tatsächlich von dem Einzelfall abhängig, was man da noch überprüfen kann. Man kann auch, das wird bei anderen Fuzzing-Techniken auch gemacht, dass man da guckt, ob irgendwelche falschen Zugriffe stattfinden, die nicht stattfinden dürften. Da kann man noch einiges machen. Da kann man dann auch generell in die Fuzzing Paper nochmal reingucken. Aber das konnte ich nicht so allgemein halten, dass es
für alles funktioniert. Ich will da erstmal nur so dieses Framework bereitstellen und ja, der Einzelfall muss man dann draufsetzen. Gut, sonst noch was? Ja, genau. Also wenn das wer tatsächlich mal einsetzen will, meldet euch gerne bei mir. Ich versuche dann das noch aufzubessern, gebe euch auch Hilfe, wie ihr es benutzen könnt tatsächlich. Es ist auch dokumentiert, es gibt dann Paper zu, wo ihr auch reinschauen könnt, das ist auch fast aktuell. Genau, also ein bisschen Doku ist da. Ansonsten, genau, sprecht mich darauf an, sprecht mich gerne auch auf IoT Security, Industrial IoT Security, Security Metering oder Quidditch an und ansonsten danke, dass ihr hier wart und noch einen schönen Abend euch.